Weißt du, wo deine Puppe ist? Wenn ich das wüsste, dann wäre sie doch nicht weggekommen. Gut, Sarah, komm hier rüber. Du beschreibst jetzt deine Puppe unserem Phantomzeichner Kenny. Sie hat lockiges, blondes Haar und ein rotes Kleid und eine Himmelsfahrtnase und eine blaue Schleife im Haar. Fertig, Ken. Gut, lass mal sehen. Fuck, Kenny, so hat sie nicht beschrieben. Tu das weg, Alter.